Schönen guten Morgen, Leute. Ich bin heute wieder mit Roland unterwegs und zwar am Brandenburger Forstpark. Da war ich schon des Öfteren, aber ich war bisher immer zu dumm, um den Brandenburger. Wie heißt das jetzt gleich? Wie heißt das hier nochmal, Roland? Brandenburger? Ja, aber dieser Mangrovenwald. Ja, und den habe ich bisher nie gefunden. Und du auch nicht, ne? Und da geht es jetzt rein. In den Mangrovenwald. Kann ein bisschen feucht werden. Das ist auch dann mal gleich ein Test für meine Schuhe. Die sollen ja wasserdicht sein. Lass mich überraschen. Und hier sind wieder Schulklassen unterwegs. Richtig viel los hier. Kommen die alle her? Oh Gott. Oh Gott, hier. Da wird eine feuchte Angelegenheit, Roland. Hast du mal gecheckt, wie weit der Rundkurs ist? Sind da Kilometer oder? Keine Ahnung. Guck mal, da wachsen Bäume durch den Steg durch. Ja, Roland, geh mal weiter, lass mal sein. Du hast keine Probleme. Also bisher bewähren die Schuhe sich. Meine Güte. Jo, und hier gehen meine Schuhe auf. Ab hier sind die nicht mehr wasserdicht. Da ist Roland besser dran mit seinen Birkenstock-Sandaletten. Du wolltest es. Ja, ich wollte es ja. Jo, kein Wunder. Moskitos gibt es hier zuhauf. Wollen wir mal besser hoffen. Vielleicht Dengue. Also interessant ist ja schon mit den ganzen Wurzeln hier. Und ich glaube, ab einem Meter Tiefe müssen wir Schwimmbewegungen ausführen. Übrigens, Leute, diese glorreiche Idee hier hinzufahren und den Steg entlang zu laufen, ist ausnahmsweise mal nicht von mir, sondern von, da läuft der Sündenbock, Roland. Kopf einziehen. So, die Schuhe werde ich umtauschen, nicht wasserdicht, also das geht überhaupt nicht. Und wir müssen erstmal verschnaufen. Roland versucht mich zu beruhigen, der Rundkurs, der wird nicht so lang. Aber ich traue dem Braten nicht, der will mich nur hier irgendwie, naja, auf Sparflamme kochen. Was man anfängt, soll man zu Ende bringen, also wir spazieren hier mal weiter. Einen Waran haben wir eben schon über die Straße laufen sehen. Aber der Bursche war zu schnell, so schnell hätte ich die Kamera nicht rausgehabt. Aber irgendwie stehen die jetzt immer dichter hier, ne? Mit den Wurzeln, da wird immer dichter. Andere Seite ebenfalls, also. Der Steg wurde fachmännisch ausgebessert. Ja, da sind so ein paar Schikanen eingearbeitet. Keine Ahnung, warum das hier um so viele Kurven rumgeht. Ja, Roland, die haben hier überall so Rastplätze eingearbeitet. Ich glaube, der Parcours ist länger, als du mir einreden willst. Ah, schon wieder so ein Rastplatz hier. Aber ich glaube, da werden Tickets verkauft für die Bootsfahrten, die man in die Mangrovenwälder machen kann. Was haben wir gehabt? Boot? Boot? Maru? Bei Dukon? Ja, kann man Bootsfahrten machen. Liegen hier einige vor Anker hier. Haben die überhaupt einen Anker? Roland, haben die Boote einen Anker? Nein, weniger. Gerade mal nachgefragt, so eine Bootstour für zwei Personen kostet 450 Baht. Weiß allerdings nicht, wie lange die dauert
und wo das genau hingeht. Wir befinden uns auf dem Rückweg und irgendwie sieht das hier wieder was anderes aus. Weniger Luftwurzeln und mehr dieses Grünzeugs hier. Auf der anderen Seite ebenfalls. Teilweise sind die Bäume auch beschriftet, um welche Art es sich handelt. Und schon wieder sieht das Ganze anders aus. Komisch, wie das so wechselt hier. Ja, Roland, ich komme ja. Sieht natürlich toll aus von dem Aussichtspunkt aus. Und Roland hat seinen Spaß, einen alten Mann hier hochgescheucht zu haben. Danke, Roland. Schaut mal, wie steil. Guck mal da, Roland, eine Wäscheleine. Das sieht aber sehr bedenklich aus hier. Oh, wackelt ordentlich. Jede Menge kleiner Fische, aber die will er da wahrscheinlich nicht sehen. Krebse gibt es hier auch, haben aber leider auch keinen gesehen. Und die warten ja nicht im Schlamm rum. Genau, und leben als Krokodil dann, die wäre absolut nichts für mich. Nee. Nein. So, wir haben es geschafft, uns hat das Tageslicht wieder. Vielleicht spazieren wir da noch mal zum Strand runter, ob sich da was verändert hat. Ja, gehen wir mal gucken. Dickeres Gies gibt es hier auch. Essen auch, sogar recht preiswert, die Spießchen hier. Und früher konnte man auch zelten in dem Bereich. Ich weiß allerdings nicht, ob die hier Zelte vermieteten oder ob man die nur selber mitbringen kann. So, die Campingstühlchen und Tischchen haben wir schon mal gefunden. Da vorne kann man auch Kaffee trinken. Alles vergesse ich dann doch nicht. Die wichtigen Dinge im Leben behalte ich. Hier kann man also doch zelten. Allerdings, wie man da jetzt dran irgendwie übernachtet, keine Ahnung. So ein Mini-Zelt. Und da hinten, da ist natürlich schon ziemlich groß. Selfie-Time. Nee, kein Selfie? Talé? Strand? Wunderbar, diese Ruhe hier. Und dann an einem Wochenende einige Fischkutter unterwegs und ein Kitesurfer. Ja, also was hier passiert, man hat keine Ahnung mit den Schaufelchen und Gießkannen, die werden das Gelände ja wohl kaum per Hand wässern. Der Roland hat ja schon wieder so eine tolle Idee und möchte da hinten auf die Mole drauf. Aber du kannst ja gerne alleine gehen, Roland. Da hinten ist nicht so weit. Nee, ne? Ich warte dann hier, ich schieb doch eine Stunde. Also hier kann man wohl Bäume pflanzen oder so für viel Glück oder was. So, nach der anstrengenden Wanderung haben wir uns einen Kaffee verdient, war Roland. Ja. Interessante Campingstühlchen. Und eine nicht so rechte Kaffeebar. Und hübsche Bedienungen. Die Stühle sind bequem, war Roland. Hätte ich nicht gedacht. Nehmen wir nachher zwei mit. So Leute, wir fahren noch ein bisschen durch die Gegend, der Roland und ich, allerdings ohne Kamera jetzt. Und falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.